Solo von den Freien Wählern. Bitte schön, Herr Professor, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, heute Morgen ist ja bei der Bundestagsstimmung hier, man könnte beinahe jeden mit Handschlag begrüßen, aber ich denke, das Haus füllt sich noch. Am 11. Oktober 1899, vor mehr als 115 Jahren, gab Kaiser Wilhelm II. Den technischen Hochschulen in Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Leistungen das Recht, den Diplom-Ingenieur zu verleihen. In den darauffolgenden 100 Jahren hat sich dieser Titel zu einem Gütesiegel deutscher Ingenieure und auch darüber hinaus weltweit entwickelt und gilt als Ausweis besonderer Kompetenz. Erst mit dem Bologna-Prozess begann dann das Totenglöckchen für diesen ehrenvollen Titel und auch die entsprechenden Studien zu läuten. Und leider hatte auch der ein oder andere bayerische Politiker die Hand an diesem Totenglöckchen. Bis heute hat aber der Titel einen weiterhin sehr guten Klang in der Welt. Heute, und das betone ich bei dieser Debatte, geht es mir, geht es uns als Freien Wählern nicht vordringlich um den Titel, um den Titel Diplom, sondern um das, was damit verbunden ist, nämlich um die Qualität der deutschen und bayerischen Hochschulbildung. Diese Debatte wollen wir anstoßen, weil in den vergangenen Jahren es hauptsächlich darum ging, Kapazitäten zu erhöhen, Geld, was wichtig ist, für die Hochschulen zu besorgen, aber weniger um Qualitätsdebatten. Ich glaube, in diesem Ziel beste Ausbildung für unsere Studierenden, da sind wir uns zumindest als Hochschulpolitiker einig. Und die Kernfrage lautet für mich, wie reagieren wir adäquat auf eine Entwicklung, bei der inzwischen beinahe 50% eines Jahrgangs studieren? Und da ist aus meiner Sicht nicht vordringlich die Frage des Geldes, auch nicht der Titel, auch nicht der Finanzierung, auch nicht der Strukturen, sondern es geht um das Menschenbild, um das Studierendenbild, das wir haben. 50%, meine sehr verehrten Damen und Herren, inzwischen sind es ungefähr 45 plus x, das sind sehr viele eines Jahrgangs. Das sind so viele, dass man sie meines Erachtens nicht über einen Kamm scheren kann. Wir brauchen an den Hochschulen eine größere Varianz auch der Studienabgänge und Studientitel. Auf die Massenuniversität kann man nicht reagieren, indem man alle gleich behandelt. Der Weg kann nicht sein, den Einzelnen in der Masse untergehen zu lassen, sondern in der Masse müssen wir das Individuum suchen und speziell auf es auch eingehen. Das heißt, und das war übrigens auch unser Motto in der gesamten Bildungspolitik, auch bei der Debatte G8, G9, bei der Wahlmöglichkeit, Individualisierung bedeutet Varianz und Erkennbarkeit der Abschlüsse, und die ist aktuell nicht mehr gegeben. Wir müssen differenzieren, und die Wirtschaft, die jungen Menschen, die Leute draußen sollen wissen, wenn etwas auf seinem Titel steht, dann wollen wir auch wissen, was drin ist, und das kann man zurzeit nicht. Wir hatten, wenn wir etwas zurückgehen, einige Jahre zurück, eine ganze Varianz an ersten berufsqualifizierenden Abschlüssen, die deutlich unterschiedlich waren. Wir hatten den Magister, sehr stark in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern. Wir haben das Diplom gehabt, besonders in technischen Fächern, aber nicht nur. Wir hatten und haben das Staatsexamen und wir hatten einige Jahrzehnte zurück auch die Promotion als ersten Abschluss. Wir erinnern uns an eine Bundesbildungsministerin, die genau das gemacht hat und aufgrund dessen auch Probleme bekommen hatte. Heute haben wir als ersten berufsqualifizierten Abschluss im Grunde nur noch den Bachelor. Ein bisschen noch das Staatsexamen, aber auch das ist auf dem Rückzug. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen, allein in Bayern gibt es
über 1000 verschiedene Bachelorstudiengänge. Über 1000. Nur noch 50 von den übrigen. Mit Tendenz immer weniger. In Deutschland je nach Rechenweise 6.000 bis 10.000 Bachelorabschlüsse. Allein 2.500 in den Ingenieurwissenschaften. Ich sage es Ihnen deutlich, da kennt sich kein Mensch, kein Studierender und keiner aus der Wirtschaft mehr aus, was dieser Abschluss bedeutet. Und deshalb wollen wir das Diplom als zusätzliches Instrument im Werkzeugkasten auch der Hochschulpolitik, ein Diplom, was auch speziell inhaltlich, was eine Marke ist, was etwas speziell inhaltlich bedeutet, nämlich anwendungsorientiert, praxisorientiert, berufsspezifisch und deshalb auch in einer bestimmten Abgrenzung zum aktuellen Bachelor- und Masterstudium. Und ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch der richtige Zeitpunkt für diese Debatte und auch für diese Entscheidung. Ich sage ganz deutlich, ich war selber vor einigen Jahren noch skeptisch und habe das auch zum Ausdruck gebracht, als der heutige Staatssekretär, Herr Siebler, das Thema Diplom aufgebracht hat. Ich habe gesagt, damals hatten wir den doppelten Abi-Jahrgang zu bewältigen. Wir hatten noch die Bologna-Reform, aber die Idee und der Versuchsballon war gut und ist gut. Wir haben jetzt genug Erfahrungen, um diese Debatte wieder zu führen. Und Defizite sind in der Bologna-Reform und auch beim Bachelor erkennbar. Und das muss man auch sehen, gerade bei den technischen Universitäten stehen wir in einer Konkurrenz, die immer größer wird. Und es gibt, wenn man sich in der Hochschullandschaft umschaut, insbesondere eine technische Universität, die in der letzten Zeit deutlich zugelegt hat, aufgeschlossen hat zu den Großen wie die TU München, wie Karlsruhe und Aachen. Und das ist die TU Dresden. Die TU Dresden ist eine technische Universität, die große Fortschritte gemacht haben. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass es gerade diese Hochschule ist, die am Diplom festgehalten hat und auch das Diplom ausbaut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und so viel Lob muss auch gegenüber der SPD sein. Es war die SPD, die auch in Mecklenburg-Vorpommern, ihr dortiger hochschulpolitischer Sprecher, das Diplom vorangebracht hat. Und auch da sollten wir schauen im Konkurrenzkampf, was macht der Osten Deutschlands, wie werben sie für Studierende, weil die Konkurrenz ist groß und wir sollten uns als bayerische Hochschulpolitiker zum Ziel setzen, dass die bayerische Hochschulpolitik an der Spitze steht, dass wir hier in der Champions League spielen und dass wir diese Position ausbauen, auch in der Zukunft. Und da ist sicherlich ein Label Diplom nach bayerischer Art eines, das uns sicherlich voranbringt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir setzen drauf auf eine anerkannte Marke. Wir schaffen Identität. Es ist nicht nur bekannt in Deutschland, es ist anerkannt in der Welt. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, viele große Unternehmen geben Milliarden aus, um eine Marke zu schaffen. Wir in Deutschland und Bayern, wir haben eine milliardenschwere Marke, Diplom, uns wegnehmen lassen im Bologna-Prozess. Ja, wir haben sie weggeworfen. Das ist, sage ich ganz deutlich, ein politischer Fehler der damaligen Hochschulpolitiker gewesen. Es war, um auf das Beispiel vom Anfang einzugehen, ein Jahrhundertfehler. Und gerade in Zeiten der Globalisierung, in einer globalisierten Welt, in der die Menschen immer schwerer sich zurechtfinden, da ist das Entscheidende nicht, alles gleich zu machen, sondern da ist das Entscheidende die Erkennbarkeit. Wir müssen auch die Erkennbarkeit schaffen, zu sagen, wir schaffen uns Vorteile, wenn wir den Amerikanern, dem angloamerikanischen Markt hinterherhecheln und alle Abschlüsse weltweit Bachelor nennen. Da zoomen wir unser Studium herunter. Nein, wir müssen eine Marke, die für Deutschland steht und für das deutsche Hochschulwesen doch gerade nach vorne bringen, um erkennbar zu sein. Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, war das, was man vor mehr als 10 Jahren gemacht hat, nämlich den deutschen, den bayerischen
das deutsche bayerische Diplom abzuschaffen und die damit verknüpften Inhalte auch zurückzudrängen, aus meiner Sicht ein großer Fehler. Und ich sage, wer die Chance hat, Fehler zu korrigieren, der sollte das tun. Und deshalb haben wir auch diesen Antrag eingebracht und werden ihn auch mit einem Gesetz unterfüttern. Dankeschön. Dankeschön, Herr Kollege. Als nächster hat das Wort der Kollege Radlmaier von der CSU. Bitte schön, Herr Kollege.